Color Grading ist mehr als nur mal so an Reglern rumspielen oder irgendwie eine Latte aufs Material klatschen, obwohl auch das zu guten Ergebnissen führen kann und ich habe das auch schon mehr als nur einmal genauso gemacht. Ich habe aber auch mehr als nur einmal die Frage gestellt bekommen, wie geht man eigentlich vor, wenn man einen Grund auf einen neuen Look entwickeln will, wenn man vielleicht ein weißes Blatt vor sich liegen hat, oder respektive halt rohes Footage, und auch gar nicht so richtig weiß, welche Regler, welche Tools brauche ich eigentlich, um zu meinem Endergebnis zu kommen, weil ich habe vielleicht noch gar keine so konkrete Vorstellung davon, wo die Reise hingehen soll mit dem Bild. Es gibt hierfür nicht das eine richtige Vorgehen, aber viele Wege führen nach Rom und wir machen uns heute mal auf die Reise. Hi, mein Name ist Andi, ich bin Filmemacher, Fotograf und habe gerade im Intro festgestellt, dass ich heute relativ strubbelige Haare habe. Da müssen wir jetzt einfach durch. Vorab, ich bin kein Vollzeitkolorist. Ich bin Generalist, also ich drehe, schneide, editiere, ich koloriere auch meine Sachen, aber mache eben auch tausend andere Arbeitsschritte. Also es mag Leute geben, deren Profession das noch viel tiefer ist und die vielleicht noch viel ausgefuchstere Workflows haben. Trotzdem, ihr guckt euch das Video von mir an, deswegen müsst ihr jetzt damit Vorlieb nehmen, was ich halt zu sagen habe. Das ist auch kein reines Color-Grading-Tutorial hier, also zumindest nicht für absolute Einsteiger. Wenn ihr wirklich keinen blassen Schimmer von der Materie habt, empfehle ich euch, guckt euch erstmal mein anderes Video aus dem Frühjahr an. Da zeige ich am Beispiel von DaVinci Resolve, welche Tools es gibt, wie sie funktionieren, was mein Log-Workflow ist und so weiter. Wirklich vom absoluten Anfang an, dazu müsst ihr nichts vorher wissen und seid hinterher deutlich schlauer. In diesem Video geht es eher um den Workflow. Wie im Intro gesagt, wenn das Blatt Papier, was vor euch liegt, wirklich weiß ist, wie denkt ihr euch an einen Look heran? Wie geht ihr vor, wenn ihr eben noch nicht so richtig wisst, wo es hingehen soll? Trotzdem, wir graden in diesem Video auch zwei Einstellungen, zwei ganz unterschiedliche Looks und ich erkläre euch dabei, was ich mir dabei so denke. Mega! Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, erstmal eine kurze Unterscheidung, damit ihr beim nächsten Kaffeekränzchen auch mit Wissen prahlen könnt. Color Grading und Color Correction. Diese beiden Begriffe werden immer wieder in einen Topf geworfen. Es handelt sich aber um zwei ganz unterschiedliche Intentionen, für die man dieselben Werkzeuge verwendet. Color Correction oder Farbkorrektur ist ein Prozess, der dazu dient, Fehler im Bild zu beheben, zu korrigieren. Das sagt der Name eigentlich auch schon. Wenn ihr also ein Bild habt, das schön ist, das euch gefällt, dann müsst ihr das auch nicht farbkorrigieren. Also man muss nichts korrigieren, was nicht kaputt ist. Farbkorrektur bedeutet, dass man Belichtung, Weißabgleich, Kontrast, Sättigung, all das auf ein möglichst neutrales, optimales Level hievt als Ausgangsbasis fürs spätere Grading oder auch, um das Bild ungegradet, als fertiges, neutrales, schönes Bild zu benutzen. Color Grading dagegen ist der nächste Schritt. Das ist eine bewusste Veränderung des Bildes. Also man bringt eine Stimmung, einen Look, einen kreativen Look ins Bild rein, um was Bestimmtes auszudrücken. Um absichtlich das Bild von der Realität zu entfremden, um es zu verändern, um irgendwie der Stimmung des Films noch mehr Ausdruck zu verleihen. Also das ist ein kreativer Prozess, während Color Correction eher ein technischer Prozess ist. Ich bringe mal direkt ein Beispiel und wir korrigieren zwei kurze Clips, damit ihr seht, wie es funktioniert. So, ich nehme eine Farbkorrektur in DaVinci Resolve vor, habe schon mal zwei Clips reingeladen. Das eine ist aus einem älteren Imagefilm, ne? Typ im Büro sitzt rum, relativ high-key, das heißt, es ist hell beleuchtet und hell belichtet. Und das zweite ist aus einem Spot, eine Aufnahme, da sind wir in der Küche, haben ja schon so eine etwas wärmere Nachmittagsstimmung wirklich reingeleuchtet. Scheinwerfer sind tief positioniert, damit hier tief das Licht reinfällt und entsprechend haben wir hier schon einen anderen Grundlook. So, wir fangen mit dem ersten an, gehen in den Farbbereich rüber. Ich habe alle Bereiche, alle Arbeitswerkzeuge, die ich nicht brauche, Clips, die Timeline und so weiter, mir weggeklickt. Wichtig, unten rechts meine Scopes, also mein Belichtungswerkzeug. Das gibt mir Informationen darüber, wo sich meine Farben und meine Helligkeit bewegen. So, das Ganze ist relativ flach, das sieht man. Das ist Log-Material, S-Log 3, um genau zu sein. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal unsere Belichtung optimieren. Also Farbkorrektur heißt ja, etwas zu korrigieren. In dem Fall, die Belichtung ist offensichtlich nicht perfekt. Oder sagen wir mal, die Kompression der Belichtung. Ich gehe so vor, wie ich es schon mal in meinem anderen Tutorial gezeigt hatte. Ich ziehe meine Schatten nach unten. Achtet immer hier unten auf die Scopes, wie sich das verhält. Ich ziehe meine Schatten nach unten ungefähr, bis es anschlägt. Ich ziehe meine Highlights nach oben ungefähr, bis es anschlägt. Hierzu muss man sagen, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie hoch man mit den Highlights gehen sollte. Das kommt ganz darauf an, was die hellsten Bereiche im Bild sind. Hier in dem Fall ist es klar, wir haben weiße Wand, wir haben ausbrennende Fenster. Wenn es aber so wäre, dass ich zum Beispiel ein sehr dunkles Bild hätte und die Haut meines Protagonisten wäre das hellste im Bild, dann würde ich nicht empfehlen, die Scopes maximal bis nach oben zu ziehen, sondern dann sollten die hellsten Bereiche, also die Haut, eher so, naja, so bei 70% höher.
Geschirr oder sowas sein. Sonst sieht die Haut hinterher zu hell aus. In dem Fall kein Problem, wir haben hier eine normale, neutrale Belichtung. Wir haben Objekte und Flächen, die sind heller als die Haut. Deswegen können wir das Spektrum problemlos ganz ausreizen. In dem Fall ist es jetzt so, ich würde die Helligkeitsverteilung, das mache ich über meinen Gamma, noch ein bisschen runterziehen. Na, das ist so dieser mittlere Bereich, weil es gibt einfach wenig Dunkel. Das ist zwar durchs Bild bedingt, aber ich mache es trotzdem, um so ein bisschen Pop zu kriegen. Ganz kleines bisschen mehr Kontrast rein, indem ich auch ein wenig mehr nach unten ziehe. So, also Belichtung ist besser, wir brauchen aber Sättigung. Also hier unten drehe ich deswegen die Sättigung hoch, so zwischen 70 und 80 ist ein guter Wert, muss man mal gucken. 80 ist fast schon ein bisschen zu viel, ich gehe mal so auf 75 oder sowas, das lässt sich immer ganz gut an der Haut festmachen, wo man sich bewegen sollte. Das nächste wäre der Weißabgleich und der ist in diesem Fall schon ziemlich gut gemacht worden, war einfach, weil so viel Weiß im Bild ist. Wäre hier unten eine der drei Farben massiv von der anderen verschoben, wäre das ein Indikator, dass man den Weißabgleich nochmal korrigieren sollte. Eine Möglichkeit, das zu machen, nicht die einzige, aber eine, wäre über den Offset-Regler. Hier, ne, seht ihr, wenn ich den bewege, dann verschieben sich die einzelnen Farbbereiche. Und ich könnte versuchen, quasi ein möglichst neutrales Weiß anzustreben. In dem Fall habe ich wirklich das Gefühl, das ist nicht nötig, weil der Weißabgleich schon so gut war. Eine andere Möglichkeit wäre hier unten das Pipettenwerkzeug. Kann ich nehmen, auf eine weiße Fläche klicken, bumm, und dann wird mir der Weißabgleich auch angepasst. Aber offensichtlich sieht man ja, ist nicht wirklich viel passiert. Gut, gehen wir zum nächsten Clip. Hier hatte ich gesagt, ist von vornherein schon eine wärmere Stimmung reingeleuchtet worden. Wir sehen auch, die Belichtung war insgesamt ein bisschen dunkler. Also es bewegt sich hier vom Informationsbereich etwas weiter unten, was auch daran liegt, dass wir keine absolut hellen Bereiche im Bild haben. Wir haben hier keine hell ausbrennenden Fenster oder sowas. Gehen wir nochmal vor, ich ziehe wieder meine Schatten nach unten. Mal gucken. Man muss immer ein bisschen gucken, ob man ganz bis nach unten möchte, wenn die Scopes unten anschlagen, heißt es halt, dass man wirklich schwarz berührt. Und das sollte man davon abhängig machen, was man im Bild hat. Wenn ich wirklich schwarze Objekte im Bild habe, dann kann ich auch wirklich bis ganz nach unten gehen. Wenn ich eigentlich nur vielleicht so gräuliche Flächen habe und trotzdem meine Scopes bis zum Schwarzen ziehe, heißt es, dass mein dunkelster Bereich, was ja in dem Fall dann aber eigentlich eher graue Flächen wären, trotzdem, schwarz wird. Und das wäre zu viel des Guten. Also da muss man ein bisschen aufs Bild achten. In dem Fall haben wir aber einen schwarzen Mantel. Also finde ich, kann ich auch durchaus schwarz knapp berühren. Wir ziehen die Highlights wieder nach oben, haben schon eine relativ gute Helligkeitsverteilung. Das passt mir so. Die Sättigung hebe ich wieder ein bisschen an. Mal gucken. 80 scheint mir diesmal deutlich zu viel zu sein. Ich würde jetzt eher auf 70 ungefähr gehen. Kontrast. Den Kontrastregler selbst benutze ich eigentlich selten. Schaut mal unten auf die Scopes, was hier passiert, wenn ich den anhebe. Das spreizt quasi das mittlere Zentrum nach außen. Ich mache es zumindest nicht hier rüber. Wenn ich mehr Kontrast brauche, würde ich zum Beispiel wenn ich mehr Kontrast brauche, würde ich zum Beispiel über eine S-Kurve oder sowas hier vorgehen, aber in der Regel löse ich das auf einem anderen Wege. So, jetzt haben wir also, wie gesagt, die Belichtung und die Sättigung korrigiert. Ihr seht, jetzt wenn wir uns dem Thema Weißabgleich nähern, also perfekt neutral ist der nicht gerade. Wie gesagt, wir haben bewusst wärmer geleuchtet, weil es eine Nachmittagsstimmung sein sollte. Wenn ich jetzt hergehen würde und anhand der weißen Flächen einen Weißabgleich mache, wir können es ja mal mit dem Pipettentool machen, dann seht ihr, der ist okay, aber er ist halt kalt. Muss man wollen, muss man sich überlegen. Eine andere Möglichkeit wäre ja, wie gesagt, mit dem Regler hier vorzugehen. Wenn ich das machen würde, das Ganze ein bisschen ins Blaue korrigiere, dann seht ihr, ist mein unterer Schattenbereich etwas zu blau. Das zeigt sich auch, dass ich jetzt hier zu viel Blau in den Mantel habe. Entsprechend müsste ich quasi dem Blau in den Tiefen gegensteuern, so ungefähr, dass ich da auf einen neutralen Wert komme. So, das wäre jetzt ebenfalls ein neutraler, ein relativ neutraler Weißabgleich. Er ist, wie gesagt, nicht ganz so kühl, wie es ein technischer Weißabgleich wäre, aber das würde ich bei diesem Bild, wie gesagt, auch nicht machen, denn meine Ausgangsbasis fürs Grading soll ohnehin ein bisschen wärmer sein. Ich behaupte, Farbkorrektur ist jetzt nicht mal ein besonders kreativer Prozess. Man kann sich da ganz gut an den technischen Maßgaben entlang hangeln. Die Scopes zum Beispiel können Auskunft darüber geben, wann der Weißabgleich neutral eingepegelt ist. Man sieht, wann die Belichtung gut verteilt ist und so weiter. Ziel ist es ja, ein möglichst sauberes Bild zu bekommen. Und alles, was danach folgt, ist Kunst. Im Grading kann man sich absolut austoben, man hat maximale Freiheit, aber das kann eben auch einschüchternd sein, wenn man nicht genau weiß, was mache ich denn mit dieser Freiheit.
Das Beste und das Wichtigste ist es, sich erstmal mit dem Bild auseinanderzusetzen und sich Fragen zu stellen. Also was möchte ich ausdrücken? Was ist die Tageszeit meines Bildes? Was ist die Jahreszeit meines Bildes? Was ist vielleicht die Außentemperatur? Haben wir einen heißen Sommertag? Haben wir einen lauen Frühlingstag? Was ist die inhaltliche Stimmung? Habe ich einen fröhlichen Moment? Habe ich vielleicht einen düsteren oder gar einen bedrohlichen Moment? Das sind Fragen, die sollte man sich mindestens mal unterbewusst stellen, weil je öfter man diesen Denkprozess durchgeht, desto mehr fängt man an zu verstehen, wie Farben funktionieren. Denn alles Mögliche, was um uns herum passiert, alle Jahreszeiten oder eben auch Stimmungen und andere Einflüsse, sind schon lange durch Farben assoziiert. Hollywood und das Kino machen sich das zunutze und nutzen diese Farben, um umgekehrt direkt bei uns in den Köpfen Stimmungen zu triggern. Und das können wir auch lernen. Wenn ihr euch überlegt habt, welche Stimmung ihr ungefähr ausdrücken wollt, ist meine Empfehlung, sucht mal nach Fotos, die genau diese Stimmung transportieren. Andere Bilder aus Filmen, Fotos, was auch immer. Googelt einfach mal, stöbert nach passenden Bildern. Wenn ihr mehr Erfahrung habt, kann man diesen Schritt auch einfach überspringen, aber gerade am Anfang ist es ungeheuer hilfreich, um Inspiration zu kriegen. Um einfach mal einen Look woanders zu klauen, es ist vollkommen egal, holt euch eure Inspiration, wo es nur geht. Und lernt die Wirkung von Farben, Helligkeiten, Kontrasten zu analysieren. Wenn ihr ein passendes Bild gefunden habt, gehen wir auch analytisch an die Sache ran. Schaut euch an, wie die Hauttöne im Bild aussehen. Wie werden Farben, rot, grün, blau abgebildet? Ne, richtig kräftig oder vielleicht entsättigt oder vielleicht sogar mit einem krassen Farbstich, wie ja bei Matrix, wo alles ins Grüne absäuft. In diesem analytischen Schritt schmieden wir quasi einen Plan, wie es dann gleich im Schnittprogramm weitergehen soll. Nehmt euch vielleicht im Extremfall sogar einen Notizblock und schreibt euch so ein bisschen auf, ob die Schatten vielleicht blass wirken, ob gelb eher orange wirkt, ob das Weiß, die Highlights vielleicht ins Cremefarbene gehen. Also richtig, richtig analytisch das Ganze durchexerzieren. Das muss man natürlich bei weitem nicht bei jedem Look machen, weil dieser Prozess kostet auch ein bisschen Zeit. Aber ich wiederhole mich, er hilft enorm dabei, ein bisschen mehr das Ganze zu verstehen, wie und warum Farben wirken. So, genug Theorie. Gehen wir wieder in die Software rein und graden unsere gerade vorab korrigierten Bilder. So, jetzt wird's witzig. Color Grading. Ich werde in diesem Video keine allzu komplexen Looks bauen, einfach deswegen, weil ich nicht will, dass das jetzt eine Dreiviertelstunde dauert. Aber wir gucken uns einfach mal diese zwei unterschiedlichen Situationen an. Ausgangsbasis ist hier die eine Note mit unserer Farbkorrektur, ein relativ neutrales Bild. Hier würde es sich jetzt normalerweise anbieten, ne, wenn ich das irgendwie so als Produktion von Kunden habe, dann würde man die Farben noch ein bisschen heller machen, noch ein bisschen poppiger, dass es schön strahlend hell und weiß ist. Eine Büroumgebung soll ja irgendwie sauber und einladend sein. Ich hatte mir jetzt gerade gedacht, wir machen mal das genaue Gegenteil. Wir machen das Ganze so ein bisschen, wir unterstreichen seine Stimmung. Wir machen das Ganze ein kleines bisschen dreckiger, ein kleines bisschen nicht wirklich düsterer, aber verleihen dem so ein bisschen einen leicht schmutzigen, cringigen Charakter. Und das machen wir vor allem, indem wir mit Farben arbeiten, die normalerweise in so eine helle und cleane Umgebung gar nicht reinpassen würden. Zuallererst kommt ein kleines bisschen Kontrast. Das mache ich über die Kurven, ein kleines bisschen eine S-Kurve ziehen, etwas dunkler, heller, damit das Bild insgesamt ein bisschen poppiger wird. Dann, obwohl ich eben in der Farbkorrektur ja eine ausgewogene Belichtung gemacht habe, werde ich jetzt die Highlights trotzdem wieder ein bisschen runterziehen, damit das Ganze ein bisschen, ein bisschen nicht direkt düsterer, aber nicht ganz so clean aussieht. Ich habe nämlich mit den Highlights gleich noch was vor, das zeige ich euch. So, hier haben wir jetzt schon mal etwas, dunklere und kräftigere Anmutung. Als nächstes werde ich mit meinem Qualifier die Hauttöne hier im Gesicht separieren. Wie das alles geht, ich verweise nochmal darauf, hatte ich in meinem Color Grading Tutorial schon mal gezeigt, deswegen werde ich da jetzt wirklich noch schnell drüber gehen. Wir entrauschen das Ganze, blurren das Ganze, ein bisschen über Clean Black noch sauber machen. So, ich will meine Hauttöne haben, aber tatsächlich eigentlich gar nicht die Hauttöne selbst, die ich könnte sie ein kleines bisschen mehr rauspoppen lassen, denn Separierung möchte ich in der Regel schon haben, indem ich es einfach ein kleines bisschen heller mache und ebenfalls über eine S-Kurve in den Hauttönen der Haut ebenfalls Kontrast gebe. Nicht zu viel, das wird schnell zu viel. In dem Fall würde ich jetzt sagen, sind sie eigentlich zu kräftig. Ich könnte jetzt die S-Kurve wieder ein Stückchen zurücknehmen. Ich entscheide mich aber dafür, stattdessen nur aus dem Gesicht ein kleines bisschen Sättigung wieder rauszunehmen, damit auch das später zu meinem etwas düstereren Look passt. So,
Jetzt habe ich minimale Änderungen an der Hauttextur hier vorgenommen. Das war aber eigentlich gar nicht mein Ziel, warum ich den Qualifier benutzt habe. Ich möchte die Umgebung bearbeiten. Ich werde deswegen eine neue Note machen, aber keine normale, sondern eine sogenannte Outside Note. Schaut mal her, ihr seht, unten die blaue Linie, das sind ja immer die Transparenzinformationen. Die Transparenzinformation dieser Note, also meine qualifizierte Ebene, mein Qualifier, wird an die nächste Note weitergegeben, aber invertiert. Alle Änderungen, die ich hier mache, betreffen alles außer der qualifizierten Ebene. Und das benutze ich, um ein wenig Cringe in mein Bild reinzukriegen. Wir machen das Ganze ein bisschen, mal gucken, so ein bisschen grün in die Schatten, dass das so ein bisschen Dreck kriegt. Das ist eigentlich ein klein wenig zu viel des Guten, aber das macht gar nichts. Schaut mal hier unsere dunklen Bildbereiche, die sind jetzt natürlich am stärksten betroffen. Das ist nicht wirklich schön. Es gibt aber einen kleinen Trick, um Farbstiche aus Highlights oder Schatten rauszubekommen. Und zwar gehen wir hier auf Luminanz versus Saturation. Hier kann man jetzt quasi die Sättigung im Verhältnis zu bestimmten Helligkeitsbereichen des Bildes definieren. Was ich mache, ich werde irgendwie hier so beim unteren Drittel einen Punkt setzen und jetzt quasi die Sättigung der dunklen Bildelemente herabsetzen. Achtet mal, während ich das mache, hier zum Beispiel auf das Jackett. Da muss ich wahrscheinlich den Bereich ein bisschen größer ziehen. So, das Jackett hat quasi seinen massiven Grünstich wieder ein bisschen verloren. Und das Telefon auch. Das kann man jetzt theoretisch weiterführen. Immer mehr Bereiche verlieren halt die Sättigung. Das will ich aber gar nicht so extrem haben. Ich will wirklich nur die hauptsächlich schwarzen Bereiche ein wenig weniger stark grün haben. Aber den Look, ne, ihr seht, das ist schon eine deutlich andere Anmutung. Weitere Kleinigkeit, mit der man also diesen etwas schmutzigen Look noch unterstreichen kann, ist, wenn man etwas tut, was ebenfalls gemäß der Farbkorrektur erstmal gar nicht vorgesehen wäre, nämlich die Highlights mit einem Farbstich versehen. Das mache ich hier jetzt mal, indem ich wieder über den Qualifier wir aktivieren die Hervorhebung der qualifizierten Bereiche, quasi nur die hellsten Bereiche meines Bildes selektiere. Das ist immer ein bisschen Gefühlssache, wie viel man davon nimmt. Schön ausblurren, damit es weich wird. Bisschen Denoise. Und was ich hiermit mache, ist, dass ich nun einen kleinen Farbstich in meine Highlights bringe. Und zwar, um so ein bisschen das grüne Dunkle zu unterstreichen, entferne ich mich nicht allzu sehr vom Grün, gehe so ein bisschen ins Gelbe. So zum Beispiel. Der Film Joker hat, glaube ich, sehr mit viel Gelb in den Highlights gearbeitet. Upsala, gehen wir hier mal, deaktivieren wir das mal. Ihr seht, bringt auch einfach nochmal so ein bisschen Dreck in die Highlights, könnte man schlecht sagen. Aber wir entfernen uns eben ganz bewusst von diesem cleanen, hellen Bürolook, den man normalerweise hätte. Als letztes lege ich noch eine Vignette drauf, weil ich auf alles eine Vignette drauflege, quasi immer. Für mich ist es auch kein Qualitätsmangel, wenn ein Objektiv vignettiert, denn ich würde sowieso eine Vignette machen. Dazu benutze ich hier das Window-Tool. Über diesen kleinen Punkt wird es invertiert. Das heißt, ich bearbeite nicht mehr die Bereiche innen drin, sondern außerhalb des Window-Tools. Die Softness vergrößere ich, denn ich möchte eine schön weiche Vignette haben. Und über Offset, also die Bearbeitung der globalen Helligkeit, ziehe ich einfach meine Vignette, also meine Randabdunklung, so ein bisschen rein. Das ist immer ein Stück weit Gefühlssache. Na, weiter würde ich jetzt in dem Fall nicht gehen. So, das mal als Beispiel ist jetzt quasi ausgehend von unserem groben Log-Footage, der Look, den ich gebaut habe. Und so ein bisschen diese dreckige Düsternis. Wenn ich jetzt noch mehr Zeit investieren würde, würde ich, glaube ich, die Hauttöne noch mal ein bisschen das Rot hier rausnehmen, die noch ein bisschen näher an die Umgebung annähern. Aber ich möchte noch kurz in eine zweite Bildbearbeitung reingehen und jetzt hier nicht allzu viel Zeit verlieren. Gehen wir rüber zu unserem anderen Bild. Auch hier haben wir die Farbkorrektur, das relativ neutrale Bild mit einer leichten Tendenz ins Warme schon vorhanden. Und was ich hier machen möchte, ist, das Ganze war ein Werbespot, also ich möchte so einen werblichen Look haben, das heißt immer ein bisschen Pop, das heißt, wir haben immer eine kräftige Separierung der Personen, der wichtigen Subjekte, in dem Fall unserer Protagonisten. Und obendrein möchte ich aber auch ein bisschen diese warme Stimmung unterstreichen und noch verstärken, die schon in dem Bild reingeleuchtet war. Gut, wie machen wir das? Für den Anfang bringe ich auch hier ein kleines bisschen Kontrast noch rein. Dazu gehen wir hier auf unser normales Kurventool mit einer S-Kurve. Nur so ein kleines bisschen, muss man sehr subtil vorgehen. So, nicht viel, nur ein bisschen, aber ihr seht,
deutlicher Unterschied im Vergleich. Als nächstes, ich mache mir für jeden Schritt übrigens auch immer eine neue Note. Man könnte die auch beschriften, mache ich meistens, aber aus Zeitgründen spare ich es uns an der Stelle. Jetzt möchte ich gerne die Wärme in mein Bild bringen. Ganz einfach, ich nehme den Gamma-Beregler, also den mittleren Bereich meines Bildes, und ziehe ihn mal ganz grob schlächtig ins Warme rein. So ein bisschen irgendwo so zwischen Gelb und Rot. Muss man gucken, dass man nicht zu sehr ins Rote oder nicht zu sehr ins, ne, ans Grün anstoßend kommt. Deswegen ist das auch immer ein wenig Gefühlssache. So, das ist schon gar nicht so schlecht. Unterstreicht auf jeden Fall die Wärme, die ich haben will. Die Separierung kriege ich jetzt aber noch nicht ganz so gut hin, weil eben alles warm ist. Um das ein Stück weit zu entschärfen und ein wenig mehr diesen Werbelook zu bekommen, der ja dann auch immer ein wenig clean sein muss, werde ich nochmal einen Qualifier anwenden. Und in dem Fall möchte ich meine Person, wie schon angesprochen, vor dem Hintergrund separieren. Was wir also mal machen, ist, der Qualifier muss auch aktiviert sein. Ich war gerade hier noch in der Kurvenebene. So, mal grob meine Person hernehmen. Naja, wirklich ganz grob schlechtig. Die Noise und Blur hilft einem in der Regel auch eine mäßige Qualifikation so ein Stück weit wieder erträglich zu machen. Wir nehmen das her und abermals will ich nicht die Haut selbst bearbeiten, sondern alles außenrum. Ich könnte jetzt wie eben wieder eine Outside-Note machen. Das muss ich aber gar nicht, denn auf dieser Note selbst will ich ansonsten gar nichts weiter tun. Also ich muss nicht eine extra Note schaffen. Stattdessen klicke ich einfach hier auf das Invertieren-Tool. Jetzt ist mein Qualifizierter Bereich quasi alles außerhalb der Haut. Und das nehme ich und ziehe es wieder so ein bisschen ins, wenn man die Highlights, ins Bläuliche zurück, um quasi ein Stückchen der Wärme zumindest aus der Umgebung wieder rauszunehmen. So, wenn man das mal vergleicht, vorher, nachher. Haben wir jetzt einfach mehr Weisheit wieder zurückgewonnen, ohne irgendwie so die grundlegende Wärme hier aus unseren Protagonisten rauszunehmen. Haben auch den Hintergrund, also die Bereiche, die Textur und Definition haben, also die jetzt nicht direkt weiß sind, auch nicht ganz so stark betroffen. Und im Groben und Ganzen, man könnte jetzt auch hier noch ein bisschen mehr Wärme beim Protagonisten reinbringen. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so übel für dieses wirklich schnelle Vorgehen. Auch hier haue ich eine Vignette drauf, denn ich haue immer eine Vignette drauf, werde diesmal aber deutlich subtiler vorgehen. Ich nehme also wieder meine kreisrunde Maske, mein Power Window, ziehe es wieder groß, mache auch hier wieder die Softness größer, wieder über den Punkt invertieren, damit ich die Bereiche außerhalb betreffe. Ich klicke das schon mal weg und wenn ich es jetzt runterziehe, ist immer ganz gut, um einen Effekt von irgendwas zu sehen, es erstmal zu übertreiben, was ich jetzt gerade tue, aber so viel will ich gar nicht. Ich würde sagen, ungefähr so ist ganz gut. Man sieht hier gerade auf den Weißverläufen die Vignette, die, was ist der Effekt einer Vignette, immer ein bisschen den Blick in Richtung Zentrum lenkt. Wenn ich es mal wegmache, na, die ist schon deutlich sichtbar, fast ein bisschen zu viel, obwohl es mir jetzt eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Das ist natürlich auch, wie so vieles, Geschmacksfrage. Aber ich würde sagen, mit dem Vorgehen jetzt gerade wieder im Vergleich zu vorher, nachher, stehen wir auch gar nicht so schlecht da. Wir haben ein warmes Bild, wir haben trotzdem relativ neutrales Weiß, kriegen also keinen schimmeligen Stich in die Farben, wie wir es beim vorherigen Bild absichtlich gemacht haben. Und ich finde auch, mit dem Grading kann man echt schon ganz gut leben. Abschließend will ich nochmal betonen, dass man sich dem Thema Color Grading auf viele Weisen nähern kann. Also man kann auch einfach LUTs nehmen, sowohl für die Farbkorrektur als auch fürs Grading. Gerade letzteres ist super. Es gibt hervorragende Look-LUTs, die euch also einen Look hinzufügen und damit könnt ihr enorm viel Zeit sparen. Im Endeffekt ist es ja auch nicht viel anders, als wenn ihr einen Look selber baut und das Preset abspeichert, um ihn beim nächsten Mal wiederverwenden zu können. Technische LUTs, also solche, die die Farbkorrektur vornehmen, benutze ich persönlich gar nicht mehr, seit ich mir angewöhnt habe, das eben diesen Prozess händisch vorzunehmen, weil in der Regel passen diese LUTs eben nie hundertprozentig auf eure Belichtungssituation. Man muss immer ein bisschen nachjustieren und dann kann man es halt meiner Meinung nach einfach gleich ganz selbst machen. Es dauert auch nicht nennenswert länger. Hinter diesem ganzen Thema, hinter dieser Idee des Color Gradings, steckt die Farbenlehre. Und damit Themen wie Farbkontraste, Farbpaletten. Da kommen so Sachen her wie dieser extrem populäre Teal and Orange Look, was ja der wahrscheinlich beliebteste Look in Filmen ist und auch der naheliegendste Look, weil es ist der bekannteste und der häufigste und gängigste Komplementärkontrast. Also unsere eher orangene Haut wird mit einer eher blauen Umgebung kontrastiert. Ich glaube,
Aquamarinblau ist es per offizieller Definition, aber es ist ja, da ist man ja frei, das zu tun. Also dahinter diese ganze Wissenschaft, das ist so alt wie die ältesten Gemälde der Menschheit. Und ich will es auch nicht zu sehr theoretisieren. Der beste Weg, Color Grading zu lernen, ist, es zu machen. Klingt plump. Üben, 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 aber nicht nur üben, sondern immer auch wieder überlegen, überlegen, überlegen. Warum sieht etwas gut aus? Warum sieht was nicht gut aus? Guckt euch Positivbeispiele an. Guckt euch viele, viele Positivbeispiele an und zieht ihr auch mal in eure Schnittsoftware rein. Die Scopes können euch viel Auskunft darüber geben, wie dieses Bild aufgebaut ist. Und da könnt ihr immer wieder vergleichen, warum finde ich das eine gut und warum finde ich das andere schlecht. Ich selbst lerne in der Hinsicht auch wirklich laufend noch Neues dazu, deswegen wird es mit Sicherheit nicht das letzte Video zu diesem Thema gewesen sein, aber ich hoffe, dass ich euch vielleicht einen Impuls geben konnte, wie ihr euch dem Thema annähert und vielleicht beim nächsten Mal zu besseren Ergebnissen kommt oder zu guten Ergebnissen auf einem leichteren Weg. Insofern, ich darf mich für eure ungeteilte Aufmerksamkeit bedanken und auch wenn sie geteilt war, nö, ist mir eigentlich egal, Hauptsache es gibt Klicks. Wenn ihr Fragen habt, hämmert sie in die Kommentare rein, lasst da unten wirklich keinen Stein auf dem anderen. Wenn ihr versehentlich den Like-Button trefft, ist nicht schade um den, also macht da unten ein Schlachtfeld raus. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, bis dahin. Ich danke euch fürs Zuschauen und ciao.